Hi, willkommen zum Wohnzimmergottesdienst der Ecclesia Roth. Richtig schön, dass du eingeschalten hast. Ganz egal, ob es zufällig war, dass du diesen Link geklickt hast oder ob du aus guter Gewohnheit Woche für Woche schon mit dabei warst. Ich bin davon überzeugt, dass es kein Zufall ist, dass du hier bist. Ich weiß, Gott wird heute reden, auch zu dir, und dieser Gottesdienst wird relevant für dich sein. Also bleib dran und sei gespannt. Was heute auf dich warten wird, ist eine Predigt von Christian Schneider, einem richtig guten Freund unserer Kirche. Er ist Pastor in der Ecclesia Frankfurt und wird heute über das Thema Gottes Stimme hören sprechen. Also sei gespannt, ganz egal, ob du denkst, okay, wie kann man denn Gottes Stimme überhaupt hören, oder sie dir sehr, sehr vertraut ist. Bleib dran, sei gespannt und nimm mit, was Gott heute zu dir sprechen möchte. Was sonst noch bei uns in der Kirche läuft, vielleicht genau jetzt, während du dieses Video siehst, ist zum einen der 9 Uhr, zum anderen auch der 11 Uhr Gottesdienst vor Ort auf unserem Gemeindegelände. Während dem 11 Uhr Gottesdienst feiern wir sogar Kinderkirche. Das heißt, wenn du um dich herum irgendwo Kinder hast, egal ob bei dir zu Hause oder im Bekanntenkreis, dann sprech sie doch mal drauf an, ob ihr nicht mal wieder live vorbeikommen möchtet und hier gemeinsam vor Ort mit uns feiern möchtet. Dafür ist es ganz wichtig, dass ihr euch online vorher anmeldet. Den Link dazu findest du auf unserer Homepage. Den Link zu unserer Homepage findest du in der Videobeschreibung direkt hier unten drunter. Und da findest du auch noch ganz, ganz viele weitere Links. Zum Beispiel, wenn du Kontakt mit uns aufnehmen möchtest, wenn du eine Frage hast, auch wie läuft es jetzt, wie sind die Maßnahmen, kann ich mich sicher fühlen, oder allgemeine Glaubensfragen hast oder zum Beispiel eine Kleingruppe suchst, klick einfach Kontakt aufnehmen, stöber in unsere Homepage und du findest alles, was du brauchst. Wir würden es lieben, dich kennenzulernen und dir zu helfen. Jetzt direkt, bevor wir in den Lobpreis starten, wo wir Gott mit Liedern groß machen wollen, hast du eine Minute Zeit, dir deine Tastatur zu schnappen und in unseren Live-Chat zu schreiben. Der Live-Chat ist dafür da, dass du einfach im Kontakt sein kannst, auch wenn du vielleicht gerade alleine zu Hause Gottesdienst feierst. Dann feiern wir doch irgendwie zusammen. Also schnapp dir deine Tastatur und schreib einfach rein, wie du heißt, woher du kommst und wie du heute Gottesdienst feierst. Und ich bin mir sicher, das ein oder andere Gespräch wird daraus entstehen. Außerdem kannst du den Live-Chat auch nutzen, um deine Gedanken zum Thema oder Fragen zu äußern. Und dann können wir dir gerne weiterhelfen und können davon bereichert werden, was du zu teilen hast. Yes! Also schnapp dir dein Handy, schnapp dir deinen Laptop, wo auch immer du zuschaust, und es geht los in 3, 2, 1. Zurück und ich hoffe, du auch. Du kannst jetzt die Tastatur auch wieder zur Seite legen, du kannst sie dir später wieder schnappen, wir können uns weiter im Live-Chat austauschen, aber jetzt haben wir eine Zeit von Lobpreis. Lobpreis heißt einfach, dass wir Lieder zur Ehre Gottes singen, dass wir Gott groß machen mit unserem Singen, mit den Texten, und egal wie musikalisch du bist oder auch nicht, ich lade dich ein, einfach mit aufzustehen, dich locker zu machen und auch zu Hause, gerade dann, wenn keiner zuschaut, jetzt die Lautstärke aufzudrehen und wirklich mitzusingen, Gott groß zu machen. Du kannst gerne klatschen und laut singen, je nachdem, wie du Gott groß machen kannst. Du kannst dich hinstellen, hinsetzen, hinknien. Du bist bei dir zu Hause oder wo auch immer du gerade zuschaust, völlig frei, Gott so zu begegnen, wie du möchtest. Yes. Also lass uns in den Gottesdienst starten und ganz, ganz viel Spaß. Musik.
Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen, wählst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht, du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel, und deine Liebe ist tiefer als das Meer, und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit, darum halt dich fest. Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen, wählst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel, und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Was geht ab, Freunde? Was geht ab, Ecclesia Family? Ich hoffe, dir geht's gut. Es ist alles frisch im Haus. Hey, FC Bayern ist Fußball-Bundesliga-Meister zum 8. Mal. Gib doch mal kurz im Chat Bescheid, was du davon hältst. Ich freue mich schon auf all die Kommentare von den Dortmund-Fans. Hey, wir haben heute viel vor. Ich freue mich voll, dass wir wieder gemeinsam in Gottes Wort schauen wollen. Es ist gut, dass du mit am Start bist und hier mit uns Gottesdienst feierst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich mega, immer noch in dieser Themenreihe der Möglichmacher unterwegs zu sein. Ey, wir sprechen jetzt schon seit einigen Wochen über den Heiligen Geist. Heute geht die Reihe in Runde 6 und ich bin begeistert davon. Mir macht es so Spaß, über den Heiligen Geist zu predigen und vor allem auch in der Predigtvorbereitung. Ich bin echt begeistert davon, wie einfach für mich sich ganz neu so vieles ausrichtet und ich ganz neu einfach auch ermutigt werde, dem Heiligen Geist wirklich im Alltag Möglichkeit zu geben, mit mir zu partnern und so. Von daher freue ich mich auch auf heute, weil wir haben ein richtig geniales Thema am Start. Diese Predigt heißt Gottes Stimme.
hören. Hey, und die Predigt ist auch so ein bisschen eine Antwort auf Fragen, die ich an vielen, vielen, vielen Orten höre und auch hier bei uns in der Church in den letzten Wochen immer wieder kam. Sag mal, wie spricht Gott zu mir? Wie kann ich Gottes Stimme hören? Wie kann ich rausfinden, ob Gott zu mir spricht oder ob das vielleicht irgendwie, keine Ahnung, zu viele Tiefkühlpizzen sind, die ich gegessen habe? Und ich freue mich voll, dass wir nachher einen Talk uns anschauen werden. Ich habe nämlich eine Unterhaltung geführt mit der Katrin. Und Katrin ist mit dem Heiligen Geist richtig stark unterwegs. Und deswegen switchen wir gleich rüber in diese Unterhaltung. Aber vorher will ich noch ein paar grundlegende Sachen aus Gottes Wort mit uns anschauen. Und ich hoffe, dass du doch richtig ermutigt wirst. Weißt du, die grundlegendste Bedeutung von Christsein heißt Beziehung, Leben mit Jesus. Beziehung mit Jesus. Ja, hey, wir sagen es ja so oft, Gott will mit dir unterwegs sein. Jesus will in deinem Alltag mit dir durchs Leben gehen. Und weißt du, Beziehung lebt ganz stark von Kommunikation, oder? Ich bin verheiratet mit einer großartigen Frau und wir sprechen. Kaum zu glauben, aber wir reden miteinander, ja. Wenn wir aufstehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns wieder hinlegen am Abend, ey, wir reden sehr viel miteinander. Und deswegen spricht die Bibel auch ganz viel darüber, dass wir mit Gott in Kommunikation sein können. Wir können mit Gott reden durch Gebet. Hey, das ist so ein Privileg. Wenn du in deinem Raum bist, wo du jetzt gerade bist, vielleicht in der Küche oder im Badezimmer oder im Wohnzimmer, du kannst beten, ne? Und Gott hört dich, ja? Gott merkt, was du sagst. Gott sieht dein Herz und Gott weiß sogar schon, bevor du ausgesprochen hast, was du ausgesprochen hast, was du denkst und was du willst und was du ihm sagen willst. Und das ist sowas Magisches, dass wir über Gebet mit Gott verbunden sind. Aber weißt du was? Wenn immer nur wir reden, wenn Gebet die einzigste Form von Kommunikation ist mit Gott, dann ist es keine Beziehung, sondern ist es ein Selbstgespräch. Dann ist es ein Monolog, ja? Und weißt du, Gott sehnt sich nach Beziehung. Und weil er sich nach Beziehung sehnt, will er auch in dein Leben hineinsprechen. Und deswegen haben wir auch Verheißungen aus der Bibel, aus Gottes Wort, dass wir seine Stimme hören dürfen. Und dass wir uns von Gott leiten lassen dürfen, von Gott führen lassen dürfen. Und weißt du, mir ist es ganz wichtig, von Anfang an hier irgendwo eins klar zu machen. Gott kann zu dir sprechen. Gott will zu dir sprechen. Und ich bin absolut überzeugt davon, Gott wird zu dir sprechen. Hey, es gibt so manche Aussagen, die triefen nur so vor Tiefgründigkeit. Okay, ich gebe dir ein Beispiel. Wenn er recht hat, hat er recht. Wow. Was soll man dazu sagen? Hey, kürzlich bin ich in der Bibel über eine Aussage von Jesus gestolpert und ich dachte mir, genau das Gleiche. Wow. Mikrofon drop, ja. Das ist so tiefgründig. Nämlich hier Matthäus 11, Vers 15, da heißt es, da sagt Jesus, wer Ohren hat, der höre. Super stark, oder? Wer Ohren hat, der höre. Okay. Hey, ich bin eine Weile irgendwo bei diesem Vers hängen geblieben und habe darüber nachgedacht und plötzlich dachte ich mir, hey, da steckt wahnsinnig viel Dynamit dahinter. Weißt du, Gott liebt dich. Gott ist an deinem Leben interessiert und Gott will zu dir sprechen. Er will mit dir kommunizieren. Er will in dein Leben hineinsprechen. Und wenn Gott in unser Leben hineinspricht, dann entsteht Leben, dann entsteht Mut, dann entsteht Hoffnung, dann entsteht Kraft. Er will zu dir sprechen. Die Frage ist, wollen wir überhaupt zuhören? Haben wir überhaupt unsere Ohren aufgemacht? Sind wir überhaupt sensibel für Gottes Reden? Und ich will dir durch diese Predigt und auch durch die Unterhaltung gleich Mut machen, im Alltag sensibel zu sein und offen zu sein, deine körperlichen Ohren und deine Herzensohren zu öffnen, damit Gott in dein Leben hineinsprechen kann. Und ich würde ganz gern so einfach ein kleines Fundament legen anhand von einem Statement, das ich dir mitgebracht habe. Und dieses Statement teilen wir gleich in drei Teile. Und nämlich folgendes Statement: Gott spricht durch sein Wort zu seinen Kindern. Gott spricht durch sein Wort zu seinen Kindern. Hey, wir fangen einfach mal an mit diesem ersten Teil. Gott spricht. Hey, Gott spricht. Weißt du, wenn wir die Bibel aufschlagen, von der ersten Seite, und zwar wirklich von der ersten Seite, bis zur letzten Seite, stellt sich Gott uns vor als einen Gott, der sprechen kann. Und das definiert ihn. Er ist nicht wie die anderen Götzen, sagt er, die stumm sind und taub sind, sondern er kann kommunizieren und er liebt es zu kommunizieren. Gleich ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 1, ich lese mal hier ein bisschen vor. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über der Tiefe.
und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Es ist auch spannend, dass der Heilige Geist auch von Anfang an präsent ist. Ja? Er ist ja manchmal so ein bisschen der vergessene Gott. Ja? Den Vater, über den spricht man viel, über Jesus spricht man viel. Der Heilige Geist ist so wichtig und er ist von Anfang an präsent. Und dann heißt es, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Hey, einer der allerersten Dinge, die wir über Gott lernen in der Bibel, ist, dass er spricht. Wir lernen über Gott, dass er ein Schöpfer ist, er ist ein Künstler, er kreiert Dinge und das tut er durch sein Wort. Und das ist ganz wichtig, finde ich. Gott ist von Anfang an der Gott, der gerne spricht. Und wenn er spricht, dann entsteht Leben. Ja? Hey, ich finde es so spannend, die erste Dimension von Gottes Wort, von Gottes Reden, ist nicht mal Kommunikation, sondern eigentlich Kreation. Aber das ist eine Predigt für sich, gehen wir jetzt nicht tiefer drauf ein. Aber Gott will mit dir kommunizieren und immer wenn er in dein Leben hineinspricht, dann hat es Schöpfungspower. Come on. Hey, dann können Sachen aufblühen, dann können Sachen lebendig werden, dann können Sachen gesund werden. Und deswegen ist es so gut, wenn wir lernen, auf Gott zu hören. Und weißt du, wenn wir die Bibel weiter durchblättern, merken wir, Gott hat tausende verschiedene Wege und Arten und Weisen, wie er sprechen will. Mann, oh Mann, hey, so viele verschiedene Wege, die Gott gebraucht, um in unser Leben hineinzusprechen. Und nicht nur in der Bibel, sondern aus meinem eigenen Leben weiß ich, Gott spricht über so viele verschiedene Kanäle zu uns. Hey, Gott kann durch ein Plakat am Bahnhof zu mir sprechen. Gott kann durch ein Silvesterfeuerwerk zu mir sprechen. Habe ich alles schon erlebt. Gott kann durch Menschen zu mir sprechen. Manchmal indirekt, manchmal ja fast schon so, dass man sich das zweimal anhören muss, bevor man checkt, dass da Gott dahinter steckt. Und manchmal sowas von krass, dass man sich denkt, wow. Ich gebe dir ein ganz kleines Beispiel. Als wir 2018 hierher gezogen sind nach Frankfurt, um diese Kirche zu gründen, die Ekklesia, da war ich einen Monat später im September auf einer Pastorenkonferenz. 1200 Pastoren in einem Saal. Ja, in Corona-Zeiten klingt es wie eine Straftat, war damals alles legal. Ja. Und wir saßen da in diesem Raum, beziehungsweise wir standen im Lobpreis. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich in meinem Herzen gebetet habe. Ich sagte, Gott, hey, ich freue mich so auf diese Gemeindegründung. Ich freue mich so, in Frankfurt Menschen für dich zu gewinnen und Menschen mit dir bekannt zu machen. Aber hey, wir brauchen dafür unbedingt Ressourcen. Wir brauchen unbedingt Unterstützung. Finanziell brauchen wir Unterstützung und wir brauchen Manpower. Und ich zähle auf dich, Gott, dass du uns unterstützt, weil it's God's will, it's God's bill. Ja? Also wenn wir im Auftrag Gottes unterwegs sind, dann dürfen wir auch damit rechnen, dass er uns versorgt. Hey, und ich bete dieses Gebet und keine Lüge. Unter diesen 1200 Pastoren kommt ein Typ auf mich zielstrebig zugelaufen. In dem Moment, wo ich das bete, schaut mir in die Augen. Ich habe den Kerl noch nie vorher gesehen. Ich wusste nicht, wie er heißt. Ich wusste gar nichts über ihn. Er kommt zu mir und sagt, hey, Gott hat mir gerade ein Bild für dich gegeben. Nämlich eine Lokomotive und die Lokomotive ist vollgepackt mit Ressourcen und er spricht dir zu, go, ich werde dich mit Ressourcen versorgen. Hey, wie Hammer war das denn? Ich habe mir gedacht, das ist unglaublich. Ich bete ein Gebet, eine Frage zu Gott und die Antwort kommt im Expresszug wortwörtlich vorbei. Hey, und Gott hat bisher sein Versprechen eingehalten. Wir sind so versorgt und wir sind so froh zu sehen, was hier passiert. Und es ist der Hammer, dass du heute mit uns Gottesdienst feierst. Komm mal, chat doch mal hier kurz ein Halleluja oder ein Praise the Lord oder Praise God, irgendwas rein, um zu feiern, dass Jesus durch so viele Art und Weise in unser Leben hineinsprechen will. Und ich würde ganz gern einfach zu diesem Gott spricht noch ein ganz kleines Anhängsel bringen, nämlich Gott spricht von außen, aber Gott spricht auch von innen. Und ich glaube, dass wenn wir anfangen, mit Gott unterwegs zu sein und Gottes Stimme zu hören, es ganz wichtig ist, auf Gottes Reden von innen zu achten. Manchmal denken wir, Gott möchte so ganz, ganz krass laut in unser Leben hineinsprechen und das kann er. Wir sehen in der Bibel und auch von der jetzigen Zeit gibt es viele Berichte von Menschen, die Gottes Stimme akustisch gehört haben. Ich gebe dir ein Beispiel aus Apostelgeschichte 22, Verse 7 und 8. Dann hörte ich eine Stimme zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte ich. Worauf die Stimme antwortete, die Stimme, ich bin es, der, den du verfolgst, Jesus von Nazareth. Ey, wie krass, Paulus hört hier Gottes Stimme akustisch laut vernehmbar zu ihm sprechen. Gott kann von außen sprechen, aber weißt du was, Gott liebt es auch, von innen zu kommunizieren und dich von innen zu bewegen, sich von innen zu verstehen zu geben. Und da habe ich dir auch einen Bibelvers mitgebracht aus Lukas 2, den finde ich so stark. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, also er war ein frommer Mensch.
Er richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Jetzt passt gut auf. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Guter Zustand. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Ich will dir was sagen. Wenn du ein Kind Gottes bist und wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann ruht der Heilige Geist auf deinem Leben. Und ist so wichtig, das im Blick zu haben, dass der Heilige Geist mit dir kommunizieren will. Und jetzt passt gut auf. Und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden. Whatever it means. Wie ihm auch immer es ihm gezeigt wurde. Irgendwie hat Simeon wahrgenommen, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen hätte. Jetzt kommt mein Lieblingsvers. Simeon folgte einer Eingebung des Heiligen Geistes und ging in den Tempel. Er folgte einer Eingebung des Heiligen Geistes. Eine andere Übersetzung übersetzt hiermit: und vom Heiligen Geist gedrängt ging er in den Tempel. Hey, ich kenne das. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das in mir mich etwas bewegt, mich etwas drängt, irgendwas, da ist so eine Eingebung da, irgendwie zu handeln, irgendwas Spannendes zu tun. Und weißt du, ich will dir Mut machen, diese inneren Gefühlsregungen, Gedanken, Stimmen, ey, ich glaube, ganz oft steckt Gott da dahinter und wir nehmen das gar nicht wirklich wahr. Vorgestern, vor 2 Tagen war ich morgens joggen und während ich jogge, wenn ich jogge, liebe ich es zu beten, habe ich diese innere Eingebung, dieses innere Drängen. Und ich habe einen Nachbar früher gehabt, für den habe ich viel gebetet. Mein Wunsch und mein Gebet ist auch heute noch, dass er Jesus kennenlernt. Hey, falls du das anschaust, come on, Jesus hat dich lieb. Und plötzlich habe ich diese innere Eingebung, hey, schreib den an und sag ihm, dass du für ihn betest und ob du ihm was Gutes tun kannst. Gedacht, getan, hey, hoffe, dir geht's gut, kann ich dir was Gutes tun, du, ich bete für dich. Und innerhalb von einer Minute antwortet mir der Kerl und schreibt, hey krass, ich stehe gerade vor einer richtig herausfordernden Referat oder Vortrag in meinem Studium und bin ziemlich aufgeregt und kann es richtig gut gebrauchen. Und ich meinte, hey, wie cool ist das? Gott denkt an dich, Gott weiß, wie es dir geht, Gott ist bei dir, ja? Und er hat dich nicht vergessen, sondern er hat mir aufs Herz gelegt, für dich zu beten. Hey, und dann schreibt er zurück und sagt, hey, krass, die Prüfung lief erstaunlich gut. Ich finde es Hammer. Von innen heraus will Gott in dein Leben hineinsprechen. Und deswegen spitz deine Ohren, ja? Mach dein Herz auf und hör auf diese inneren Eingebungen, weil Gott spricht, amen. Gott spricht zweitens durch sein Wort. Gott spricht durch sein Wort. Weißt du, Gott spricht mit ganz verschiedenen Stimmen. Plakate am Bahnhof, Feuerwerk, Träume, Visionen, durch weiß ich was alles. Gott spricht durch verschiedene Stimmen, aber immer durch sein Wort. Come on. Hey, Gott liebt es, durch sein Wort zu dir zu sprechen. Und weißt du, dieser Term, dieses Wort, Gottes Wort, ist in der Bibel auch ein vielschichtiger Begriff. Der steht für Jesus als das fleischgewordene Wort Gottes. Der steht auch manchmal für das Alte Testament, also die Heilige Schrift, auf die sich die Jünger im Neuen Testament beziehen. Aber sie steht auch für die Bibel. Die Bibel ist Gottes Wort. Und weißt du was? Der Königsweg, durch den Gott zu uns sprechen will, ist durch die Bibel. Und das ist mir so wichtig. Hey, wenn wir wollen, dass Gott zu uns spricht, dann kommen wir nicht dran vorbei, die Bibel kennenzulernen. Amen. Hey, lern die Bibel kennen. Lass Gott durch die Bibel zu dir sprechen. Verinnerliche das, was Gott dir durch die Bibel sagen will. Hier ist ein Punkt. Sag niemals, Gott spricht nicht zu mir mit einer zugeschlagenen Bibel. Okay? Hey, sag niemals, Gott spricht nicht zu mir mit einer zugeschlagenen Bibel, weil Gott liebt es, sein Herz und seine Gedanken über dein Leben durch sein Wort zu kommunizieren. Weißt du, es gibt ein himmlisches Dreamteam. Es gibt ein himmlisches Dreamteam, ein Duo. Früher gab es im Fußball mal das goldene Dreieck. Ja? Ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Da gab es Freddy Bobic, Krasimir Balakow und Giovanni Elber. Das waren die 3 Spieler von Schieß mich tot, VfB Stuttgart, glaube ich. Und die haben so gut harmoniert, man hat sie das goldene Dreieck genannt. Weißt du, es gibt so ein goldenes Zweieck. Macht keinen Sinn, ich weiß. Ein goldenes Dreamteam des Himmels. Und das ist Gottes Geist und Gottes Wort. Gottes Geist und Gottes Wort. Hey, und weißt du was? Wenn du diese beiden Player in deinem Leben aufspielen lässt, die bringen das Haus zum Brennen. Da verspreche ich dir. Hey, die machen Gottes Wort in dir lebendig. Die sorgen dafür, dass das, was Gott durch die Bibel spricht, in deinem Leben frisch und lebendig wird. Und da können so geniale Sachen bei entstehen. Hey, lass diese beiden Spieler in deinem Leben aufleben und ich verspreche dir, die Konversation mit Gott kann losgehen. Hier, Johannes 14, Vers 26. Der Helfer, der Heilige Geist,
den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Komm, lass uns da kurz einsteigen. Der Helfer, der Heilige Geist. Hey, Gott hat dir einen Helfer gegeben, der dir helfen soll, von Gott geführt zu werden und Gottes Wort in deinem Leben lebendig zu machen. Und dieser Helfer, er will dir alles lehren über Gott. Also er will zu dir sprechen, er will dich unterrichten, ne? Er will dir Sachen beibringen und erklären und an all das erinnern, was ich euch gesagt habe. So, hey, pass auf. Alles, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, darf in deinem Leben lebendig werden, weil der Heilige Geist dich daran erinnert. Das ist so powerful. Weißt du was, damit du an etwas erinnert werden kannst, ist es nötig, dass du es vorher schon mal gehört hast. Sonst kannst du nicht erinnert werden. Das ist mal wieder so ein tiefsinniger Satz, den ich hier gerade von mir bringe. Mir ist es wichtig, dass wir das klickern, okay? Hier, ey, damit der Heilige Geist mich erinnern kann, muss ich in Gottes Wort unterwegs sein. Ich muss es kennen, ich muss wissen, was Gott zu mir sagt. Und deswegen will ich dich so ermutigen, hey, bade in Gottes Wort. Mach es dir zu eigen, verinnerliche es, lerne es auswendig. Im Englischen heißt auswendig lernen to learn by heart. Wie cool ist das? Du lernst Gottes Wort, nimmst du in dein Herz auf. Hier, im Psalm 1 heißt es, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Wort Gottes und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Weißt du, stell dir mal vor, deine Gedanken sind ein Büro, okay, mit einem großen Schreibtisch und dieser Schreibtisch hat Schubladen. Frage, was steckt eigentlich in deinen Schubladen? Mit was fütterst du deine Gedanken? Ich könnte jetzt so viele Beispiele bringen. Über was denkst du nach und vor allem, was lernst du auswendig? Was verinnerlichst du? Stell dir mal vor, du bist in einer spannenden Lebenssituation und du hast plötzlich keine Hoffnung mehr, du brauchst unbedingt Ermutigung, du brauchst unbedingt Kraft. Weißt du was? Der Helfer, der will in diesem Bild dein Sekretär sein. Und er will an deine Schreibtischschubladen gehen und er will zur richtigen Zeit eine Schublade aufmachen und dann findet er da drin eine geniale Verheißung aus Gottes Wort und die will er dir zur Verfügung stellen. Hey, ich habe das so oft erlebt. Ich habe dieses Bild von dem Schreibtisch. Das hat mein großer Bruder Johannes mal vor vielen Jahren gepredigt und ich war so begeistert davon. Ich habe Gottes Wort auswendig gelernt. In vielen, vielen Psalmen, viele, viele Zitate von Jesus und aus den Briefen. Und weißt du, diese Sachen, die ich damals auswendig gelernt habe, als junger Teenie, ich mache das heute immer noch, aber damals als Teenie war ich da richtig begeistert für, die habe ich jetzt noch als Fundamente in meinem Leben. Und so oft, wenn man 20 Jahre später jetzt, spricht Gott durch diese Verse in mein Leben hinein, weil der Heilige Geist plötzlich eine Schublade aufmacht, diesen Vers rauszieht und ihn mir zur Verfügung stellt. Und plötzlich dachte ich mir, oh Mann, wie krass ist das? Und ich merke, das ist nicht nur plötzlich ein Bibelvers, ja, sondern es ist Gottes Reden für meine Situation. Gott liebt es, durch sein Wort zu sprechen. Sein Geist und sein Wort sind ein Dreamteam und sie wollen Gottes Wort in deinem Leben lebendig machen. Come on, füll deine Schubladen mit Gottes Wort. Amen. Wenn du das tun willst, dann schreib doch mal in den Chat irgendwie sowas wie Schubladen werden gefüllt oder ab an den Schreibtisch. Chatte, was du willst. Hey, last point. Gott spricht durch sein Wort zu seinen Kindern. Gott spricht zu seinen Kindern. Hey, Gott ist in einer Beziehung mit uns. Er will in einer Beziehung mit uns leben. Und wenn wir Gott unser Leben geben, wenn wir ihn zum König in unserem Leben machen, ihn in unser Herz einladen, dann werden wir zu Kindern Gottes. Und als ein solches will er als unser Vater mit uns kommunizieren. Und weißt du, für diese Beziehung zwischen uns und Gott gibt es mehrere Bilder im Neuen Testament. Das Bild vom Kind und Vater, aber es gibt auch das Bild vom guten Hirten und den Schafen. Und da gibt es in Johannes 10 einen genialen Vergleich. Vers 27, da sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Hey, und ich will dir Mut machen, stell dich auf diese Verheißung. Gott, ich bin dein Schaf, ich folge dir nach, ich höre auf die Stimme des guten Hirtens. Du sagst, meine Schafe hören meine Stimme, ich will sie hören, ich will sie vernehmen. Weißt du, manchmal denken wir, Gott, wenn Gott zu uns spricht, dann reißt der Himmel auf und eine fette Subwoofer-Stimme ertönt in unser Leben und sagt irgendwie sowas wie, Luke, ich bin dein Vater oder macht irgendwas ganz Dramatisches. Hey, kann es sein, dass manchmal Gott es liebt zu flüstern? Ich bin überzeugt davon, Gott liebt es manchmal aus unserem Inneren
zu uns zu flüstern. Weißt du wieso? Weil er uns ganz nahe bei sich haben will. Er liebt es zu flüstern, weil wir dann ganz nah zu ihm kommen müssen. Und Gott liebt es, aus Nähe heraus zu lenken, zu leiten, zu lieben und auch zu sprechen. Gott möchte aus einer Nähe zu dir sprechen. Er will, dass du an ihm dran bist. Er möchte, dass du Kindschaft lebst, dass du Tochterschaft und Sohnschaft lebst, dass du in einer Nähe, in einer Community mit ihm lebst. Und ich will dir deswegen so Mut machen, wenn du Gottes Stimme hören willst, dann suche seine Nähe. Verbring Zeit im Gebet, verbring Zeit in der Anbetung, verbring Zeit in Gottes Wort, in der Bibel und streck dich aus nach seinem Reden. Bring dich in Einklang mit seinen Frequenzwellen, okay? Und ich bin mir so sicher, dass wir darin wachsen werden und dass du da geniale Erfahrungen drin machst, Schritt für Schritt, und auch so eine Sicherheit darin bekommst, Gott zu dir sprechen zu lassen. Hey, und weißt du, ich will an der Stelle auch unbedingt dir die Chance geben, einen ganz entscheidenden Schritt zu geben. Ich habe nämlich gesagt, Gott spricht durch sein Wort zu seinen Kindern. Und deswegen will ich dir die Chance geben, heute ein Kind Gottes zu werden. Ein Kind Gottes zu werden. Jesus in dein Leben einzuladen. Hey, Johannes Kapitel 1, da heißt es, Jeden, der ihn aufgenommen hat, den hat er das Recht, die Vollmacht, die Autorität, das Privileg gegeben, Kind Gottes zu sein. Hey, und vielleicht sagst du, ich fühle mich so weit weg von Gott, aber Gott will irgendwie aus der Nähe zu mir reden. Ich will gerne nah bei Gott sein. Komm an, du kannst Gott heute so nahe kommen, dass er sogar in dir lebt, indem du ihn in dein Herz einlädst. Hey, und weißt du, dafür ist einfach nur nötig, dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen. Dafür ist nur nötig, dass wir annehmen, was er getan hat. Jesus ist für deine und meine Schuld am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben gelassen, damit wir leben dürfen. Und jetzt gerade kannst du sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben und mach mich zu deinem Kind. Ich will gleich für dich beten, wenn du diese Entscheidung treffen willst. Und glaub mir, es ist die beste Entscheidung deines Lebens. Du kannst mal die Leute im Chat fragen. Komm, wir fragen mal. Hey, hier, wie sieht's aus? Wenn du dein Leben schon Jesus gegeben hast, sag doch mal, wie war die Entscheidung? War die gut? Mach mal ein Smiley und beschreib mal, wie diese Entscheidung für dein Leben war. Es war für mich die beste Entscheidung meines Lebens. Hör, hier poppt gleich unten rechts so ein kleines Symbol auf und da kannst du drücken, Hand heben, um zu zeigen, hey, ich will mich nach Gott ausstrecken. Jesus, ich will dir mein Leben geben. Und ich mach dir jetzt Mut, klick diesen Button und gib dein Leben Jesus und trete ein in diese Beziehung mit Jesus. Und ermögliche es ihm, mit dir zu kommunizieren. Komm, wir beten gemeinsam. Ich lade dich ein, bete laut. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dir nachfolgen. Ich gebe dir mein Leben. Ich will dein Kind sein. Bitte vergib mir meine Schuld. Dafür bist du am Kreuz gestorben und dafür will ich dir Danke sagen. Mach mich zu einem Kind Gottes und erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Ab jetzt gehöre ich zu dir. Und gemeinsam als ganze Church jubeln wir. Amen. Come on. Amen. Oh Mann, ich würde so gerne jetzt euch alle klatschen hören für diese Entscheidung. Ist gar nicht so einfach online, aber Menschen freuen sich mit dir. Das kann ich dir versprechen. Richtig starker Gottesdienst, oder? Ich durfte auf jeden Fall was mitnehmen und ich hoffe, du auch. Die Predigt stammt ja aus der Ecclesia Frankfurt. Vielen, vielen Dank, dass wir sie mit übernehmen durften. Und auch riesen Dankeschön an die Familienkirche Barmen für den Lobpreis, den sie mit uns geteilt hat. Wenn du in diesem Gottesdienst ganz neu oder zum ersten Mal erlebt hast, dass Jesus für dein Leben relevant ist und du ganz neu im Glauben gestärkt bist, aber nicht willst, dass es bei dieser einmaligen Begegnung mit ihm bleibt, dann klick dich auf jeden Fall rein in die Videos, die am Ende jetzt gleich verlinkt sind. Zum einen kannst du da auf Jesus kennenlernen und zum anderen auf Kirche kennenlernen klicken und einfach mehr über Glauben und unser Verständnis als Kirche erfahren. Außerdem findest du natürlich die Kontaktmöglichkeit wieder unten in der Infobox. Lass es uns unbedingt wissen, wenn du heute dich entschieden hast, ein Leben mit Jesus, für Jesus zu leben. Wir wollen das mit dir feiern. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen konntest. Und auch wenn du neu zurückgefunden hast zum Glauben oder einfach noch sonst irgendeine Frage, irgendwas Organisatorisches zu den Live-Gottesdiensten vor Ort hast, dann lass es uns unbedingt wissen, denn daran soll es auf keinen Fall scheitern, dass wir uns nächste Woche auch vor Ort wiedersehen können. Live wird es auch weiterhin im
YouTube-Kanal und online einfach Gottesdienste geben, die du dir anschauen kannst. Aber dadurch, dass die Corona-Krise sich, das sehen wir an den ganzen Maßnahmen, die sich lockern, wieder ein bisschen normalisiert, können wir auch beim Thema Gottesdienste wieder zur Normalität einigermaßen zurückkommen. YouTube hier war eine Notmaßnahme im Endeffekt, dass wir einfach den Gottesdienst zu dir nach Hause bringen können. Und jetzt können wir wieder vor Ort zusammen feiern. Also nutz die Gelegenheit, komm wieder zurück und sei einfach gespannt, wie es hier weitergeht, wie wir online weitermachen können. Ganz sicher ist, dass es nicht mehr genauso sein wird wie bisher. Wie genau, erfährst du einfach nächste Woche. Klick dich rein, sei dabei oder schau live vorbei. Ich freue mich auf dich und würde mich riesig freuen, dich zu sehen. Bis dahin, gesegnete Woche und alles Gute. Ciao.